Ich glaube, wir haben die Aufgabe sehr souverän gelöst. Wir haben auch wirklich ein richtig gutes Spiel gezeigt. Das, was wir uns vorgenommen haben, haben wir über weite Strecken gut umgesetzt. Klar, der ein oder andere Ball kam nicht an. Wir haben immer noch ein paar Reserven sozusagen nach oben, gar keine Frage. Wir wissen auch, das Ergebnis jetzt einzuschätzen. Aber erstmal bleibt erst die Freude über ein gutes Spiel, schön herausgespielte Tore, gute Spielzüge und ja, wir werden sicherlich das ein oder andere noch ansprechen intern, was wir mitnehmen wollen und was wir auch verbessern wollen, aber erstmal sehr positives Gefühl nach dem Spiel. Die Vorfreude heute war sehr groß. Wir haben ja gestern schon das Abschlusstraining gehabt und wir haben schon so die Stadionatmosphäre gehabt und von daher war heute in der ganzen Mannschaft die Vorfreude sehr groß, bei mir persönlich natürlich auch und ich glaube, dass wir das heute hier sehr souverän gemacht haben, dass wir den Ball gut haben laufen lassen, dass wir uns noch viel, viel mehr Torschüssen rausgespielt haben, aber letztendlich trotzdem 10 Tore geschossen haben. Ich durfte mich auch in die Torschützen einreihen und von daher ein gelungener Einstand wieder zurück in der Champions League und macht Hoffnung und Spaß auf mehr. Ja, also das war schön, dass wir so viele Tore gemacht haben und wir können noch mehr machen auch und ja, wie du sagst, nach dem Pokal, wo wir nur 2 Tore gemacht haben, dann war es schön, ganz viele zu machen. Ja, der Gegner hat natürlich nicht unser Niveau, das war uns auch im Vorfeld klar. Trotzdem war es schon beeindruckend, wie wir gespielt haben, wie wir die Räume, die uns geboten wurden, genutzt haben und dann auch wirklich 10 Tore erzielt haben. Das ist, war eine beeindruckende Leistung, weil wir aus der Liga kennen, wenn wir so deutlich überlegen, ist, dass es nicht immer so einfach ist, dann auch so klar zum Torerfolg zu kommen. Und von daher bin ich sehr zufrieden mit dem Auftreten der Mannschaft von der ersten bis zur 90. Minute. Ja, kann man so sagen. Also wir haben das Spiel gegen Berghofen nochmal intern besprochen und wir haben gesagt, wir wollen Ball und Gegner besser laufen lassen. Wir wollen von der einen zur anderen Seite den Ball schnell transportieren, damit einfach auch Lücken entstehen. Und ich finde, das hat die Mannschaft sehr gut umgesetzt heute. Und ich hatte es vorher angesprochen, so ein Spiel kann Selbstvertrauen geben. Und ich glaube, das hat die Mannschaft heute auch tanken können, weil wir eben viele Torchancen herausgespielt haben. Wir haben dann auch noch Latte, Pfostentreffer auf der Linie gerettet und das auch gegen einen sehr defensiv ausgerichteten Gegner mit einer Fünferkette auch am 16er sich aufgestellt. Deswegen können wir da Kraft schöpfen und mit einem sehr, sehr guten Gefühl dann auch in das nächste Ligaspiel gegen Hoffenheim gehen. Ja, ich glaube, dass ich mich hier ganz gut eingelebt habe und wenn man natürlich als Offensivkraft selbst trifft, ist es immer schön, aber es macht auch Spaß, Tore vorzubereiten oder wenn andere Spielerinnen treffen oder vorbereiten und Hauptsache ist, dass wir gut spielen, dass wir als Team spielen und dass wir den Ball gut laufen lassen und das haben wir heute gemacht und können uns jetzt voll und ganz auf Sonntag auf ein schweres Heimspiel gegen Hoffenheim konzentrieren. Ja, das ist natürlich eine Ehrung, so eine Kapitän zu werden und für eine große Mannschaft wie Wolfsburg, das ist eine große Ehre. Ja, natürlich. Mit jedem Tor, was man erzielen kann, holt man sich ein weiteres Selbstvertrauen. Ja? Nicht nur die Torschützen, sondern auch die ganze Mannschaft, die das Tor herausspielt. Und dieses immer weitermachen, immer hungrig sein, das ist ja das, was uns auch die letzten Jahre immer ausgezeichnet hat. Und das hat die Mannschaft heute wirklich toll gemacht und ich finde es immer wieder beeindruckend, dass man bei 5-0, 6-0 nicht aufhört, sondern immer noch heiß darauf ist, das nächste Tor zu erzielen. Ja, genau. Wir haben das auch in der Halbzeit angesprochen. Wir haben gesagt, okay, wir wollen das Tempo hochhalten, bis zur 90. und plus 3-4 Minuten Nachspielzeit alles geben. Das ist aber auch unser eigener Anspruch und auch der Anspruch der Mannschaft. Und das hat die Mannschaft gut umgesetzt. Also wir haben wirklich versucht, auch weiterhin Ball und Gegner laufen zu lassen, eben schnell zu spielen, uns weiter Torchancen zu kreieren, haben aber auch noch ein paar wirklich sehr schöne Treffer in der zweiten Halbzeit erzielen können. Klar haben wir auch noch ein paar liegen gelassen, aber da können wir jetzt mal drüber hinwegsehen. 10-0 in der Champions League zu gewinnen, das schafft man nicht alle Tage und das hat die Mannschaft sich hart erarbeitet mit einem sehr, sehr engagierten und souveränen Auftritt heute. Ja, wir haben das natürlich analysiert, woran es gelegen hat, dass wir teilweise nicht ganz so gut die Breite genutzt haben, dass wir im Passspiel vielleicht nicht ganz so genau waren und dass wir das heute eben von der ersten Sekunde an besser machen wollten und besser umsetzen wollten. Und ich glaube, dass wir das heute von der ersten bis zur letzten Sekunde sehr, sehr gut gemacht haben. Auch wieder gegen einen sehr tiefstehenden Gegner, wie es ja auch in den letzten Spielen oft so war. Und von daher glaube ich, dass es heute sehr schön war. Ich habe nicht überdacht, dass es war ein Eigentor. Ich denke, ich weiß nicht, ich habe gedacht, es war mein Tor.
Ja, ich bin beeindruckt. Ja, also ich von der Ankunft vom Flughafen an nur freundliche Menschen, hilfsbereit, sehr kommunikativ, im Hotel genauso, hier im Stadion. Wir wurden wirklich mit offenen Armen empfangen, ganz große Gastfreundschaft, und dafür möchte ich mich wirklich sehr bedanken. Ja, wir haben uns hier wirklich sehr heimisch gefühlt, und wir werden natürlich alles geben, dass es im Rückspiel dann andersrum genauso der Fall ist.